Hey Leute, ich bin's wieder und zwar jetzt endlich zu meinem Manga-Update für den Juli und den August. Ich bin diesmal echt stolz auf mich, ich habe keinen Berg von Mangas gekauft, ich habe leider nur einen Haufen von Mangas gekauft. Mein Stapel der Schande hat sich leider nicht abgearbeitet. Ich habe zwar fleißig gelesen, aber es ist doch noch immerhin was übrig. Das sind aber alles nur Mangas, sage ich mal, so von den Neuerscheinungen her. Gut, ein, zwei alte Mangas sind auch noch dabei. Tsubasa Reservoir Chronicle habe ich immer noch nicht angefangen. Schäm. Aber naja, ich habe wieder in zwei Stapel geteilt. Einmal einfach gelesen und ungelesen. So ist das für euch einfach unkomplizierter. Und ich fange gleich an. Und zwar mal wieder mit der Manga-Preview. Ja, ich kriege halt keine andere hier. Ich müsste da in den Manga-Laden dafür fahren. Diesmal mit der Evelyn Bösch. Die hat, glaube ich, soweit ich weiß, Feed Me Poison oder so gezeichnet. Die lebt übrigens in Korea, wusste ich gar nicht. Mit der ist da so ein Interview drin oder so, keine Ahnung. Was das da hinten ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Manga-Preview halt. Und dann noch die ganz neue I Love Jojo. Die ist diesmal so im Matte-Cover. Finde ich geil, dass ich die auch habe. Ich die kleinen Flyer, die immer so schön aus den Mangas rausfallen, die hebe ich ja auf. Aber nur eins, weil das fällt ja mittlerweile aus jedem Shoujo-Comic raus. Yeah. Ja. Seht ihr, Sugar Soldier hätte ich auch mal weiterführen können. Naja, egal. Fangen wir mit dem Stapel an, die ich schon gelesen habe. Da ist auch schon eine Neuerscheinung dabei von meiner Lieblingsautorin oder einer meiner Lieblingsautoren. Bisher eher bekannt unter Einzelbänden. Aber jetzt hat sie ihre erste Reihe gestartet, nämlich Kajoro. Klar, nur in zwei Bänden abgeschlossen, aber es ist eine Reihe und zwar Programm 100% Liebe. Ja, das Cover fand ich sehr schön. Ich finde generell ihre Zeichnungen sehr schön. Ich fand Verrückt nach Erdbeere auch ganz toll. Es ist halt alles nach einem sehr einfachen Prinzip. Die Story wird halt nur oberflächlich angekratzt. Das ist jetzt nichts Tiefgründiges, sage ich mal. Aber es ist einfach so, die Kerle da drin, Gott, ich möchte auch so einen. Aber ja, gucke ich mir immer wieder gerne an, allein schon wegen dem Zeichenstil. Für Romance-Fans ist es eigentlich nicht schlecht. Dann auch Romance, aber schon etwas älter, habe ich endlich den ersten Band von Akihabara Shoujo gelesen. Fand ich nicht schlecht, das habe ich ja bei Medimops, glaube ich, bestellt. Medimops ist scheiße, Rebuy ist besser. Fand ich sehr lustig. Sie ist ein bisschen abartig, muss ich echt sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich kann mich so gut mit ihm identifizieren. Das ist wie in meinem Freundeskreis, okay? Ich bin er. Das ist eine Freundin von mir. Sie steht voll auf Boys Love. Ich verstehe nur Bahnhof und finde es nicht toll. Genau so ist es. Ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Ist, glaube ich, in vier Bänden? Vier? Sechs? Keine Ahnung. Irgendwas sowas. Also unter 10 auf jeden Fall Bänden abgeschlossen. Finde ich ein schönes Cover-Design. Ich finde den Zeichenstil auch nicht schlecht. Finde ich für Romance-Fans eigentlich ein absolutes Muss, finde ich. Einfach mal so ein paar Klassiker. Wenn wir von einem Klassiker reden, da sind ja alle total ausgeflippt, wo sie gesehen haben, dass ich mir das auch bei Medimops gekauft habe. Weil es anscheinend eine sehr vergriffene Reihe ist. Super, Michelle, kaufst du immer die Reihen, die vergriffen sind. Bokura ga Ita. Ita? Ita? Ja. Sorry, mein Japanisch ist echt für den Arsch. Ja. Ich sag mal so, der Zeichenstil ist nicht ganz so meins. Aber die Story hat mich überzeugt. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Bände es davon gibt. Ich hoffe, dass ich das bei Rebuy und so alles zusammenkratzen kann, genauso wie Dears. Ich will unbedingt Dears, oh mein Gott. Anscheinend ist diese Reihe wirklich sehr, sehr vergriffen und mich wundert es, dass der wirklich in so einem guten Zustand war bei Medimops. Aber ja, ich bin da gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Generell schreibt mir einfach immer in die Kommentare, wie ihr die ganzen Mangas, die ich hier vorstelle, fandet. Dann, oh Gott. Leute, boah. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsreihen, auch wenn es natürlich nicht so scheint, aber es ist wirklich eine meiner Lieblingsreihen, nämlich Suki die Suzuki-Kin. Auf Deutsch gesagt, hab dich lieb, Suzuki-Kin. Band 13. Ich habe ewig drauf gewartet, dass es zwischen Chihiro und Shinobu endlich mal abgeht, sprich Sexy Time. Und
jetzt ist es endlich soweit, dass alle sich ihren Gefühlen bewusst werden und alle merken, hey, hätte ich es nicht so kompliziert gemacht, dann wäre das Ganze in 5 Bänden schon abgeschlossen. Genau so war das. Und es hatte einfach den beschissensten Cliffhanger. Warte mal kurz, ich muss mein iPad wieder ansperren, damit ich die Stoppuhr sehe. Nein, falscher Code. Jetzt. es hatte einfach einen sehr beschissenen Cliffhanger, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich so... Ja. Aber es ist wirklich mega toll. Also, so zwischendurch war es ein bisschen trocken, weil es halt die meiste Zeit um Hikaru und Sayaka ging. Aber jetzt geht's, jetzt kommt genau das, was das richtig Tolle für Shoujo-Fans ist. Und ich muss es auf jeden Fall weiterlesen. Bis jetzt hat es 18 Bände. Ich hinke echt hinterher. Aber im Moment habe ich echt Glück, dass ich die bei Rebuy alle bekomme. Also ich kann euch die Reihe echt nur ans Herz legen. Wer noch nicht damit angefangen hat, mit Hab dich lieb Suzuki-Kin, fangt damit an. Und ich weiß, 7,50 € pro Band ist echt happig. Aber ich habe jetzt bis Band 5, glaube ich, habe ich noch 6,50 € gezahlt. Und dann kann man ja immer noch sagen, nee, ist nichts für mich. Und bei Rebuy und so bekommt man die gerade wirklich günstig, muss ich sagen. Man muss aber Glück haben, dass sie da sind. Aber ich finde die Cover immer ganz toll und ich weiß noch ganz genau, ich habe damals im Manga-Laden die Leseprobe für Hab dich lieb Suzuki-Kin mitgenommen und ich lag auf meinem alten Sofa und ich habe gedacht, wenn dieser Manga rauskommt, das wird mein erster Manga, den ich wirklich richtig lese. Und es war wirklich so. Es war wirklich toll. Dann, was ich mir auch auf Medi Mobs gekauft hatte und wo ich wirklich froh drüber bin, ist Monster Attack 2. Ist ja von dem Zeichner Duo, also die heißen Duo. Ich fand den ersten Teil ja ganz toll und ich sag euch, was wirklich mein absolutes Muss-Cosplay mal wird, nämlich die kleine Süße hier. Die heißt Kota und die muss ich cosplayen. Ich weiß, ich bin viel zu riesig für dieses Cosplay. Die ist vielleicht gerade mal 70 cm, wenn überhaupt, groß. Aber die ist ja sowas von süß. Und der Kleine hier, der Hoppelhase hier, ist übrigens Professor K. Nickel. Ja, Professor K. Nickel. Ein Böse. Finde ich ganz, ganz klasse. Gut, den ersten Band fand ich ein bisschen besser, muss ich wirklich sagen, weil hier kommen jetzt ganz viele Nebensachen so zusammen. Aber es ist wirklich so für zwischendurch, ist das ganz tolle Unterhaltung, muss ich echt sagen. Und mein iPad ist schon wieder... Ich muss die Stoppuhr im Auge behalten. So. Zwischendurch echt nicht schlecht. Dann habe ich hier, oh, oh Gott, ich bin so abgöttisch süchtig nach dieser Reihe mittlerweile. Aber im Moment komme ich auch nicht dazu, sie fortzuführen, nämlich Cosplay Animal 3 und 4 habe ich mir auch bei Medimobs geholt. Oh, ich werde auch bald die Manga-Review dazu rausgeben. Ich habe es nicht vergessen, weil ich habe jetzt die ersten 4 Bände, dann kann ich auch schon einiges dazu erzählen. Göttlich. Es ist vor allem, die Bände sind sowas von dick. Man hat echt mega lange was davon. Und ich habe überlegen. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich den 4. Band zu Ende gelesen habe, aber. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall schon zu Ende gelesen. Auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen, die Bände sind jedes Mal mega dick. Ich finde die Story einfach so, boah, Gott zum Niederknien. Die zwei sind hier so goldig. Und ja, ich werde dazu Näheres in meiner Review sagen und ich habe es echt nicht vergessen. Dann mein Aufregerband überhaupt. Auch bei Medimobs bestellt und mega geärgert. Ich muss mir den Band nochmal kaufen. Lovey Dovey, Band 3. Ja, Band 3 mit einem schönen Sodaschaden oder whatever. Hier so schön alle Seiten so durchgesifft. Also das geht echt gar nicht. Für den Preis, den ich da gezahlt habe, wird da noch über 3 € bezahlt für den Scheiß. Muss ich gucken, dass ich den nochmal kaufe. Ich glaube, das ist so eine Reihe, die kaufe ich mir einfach nur neu. Vom Inhalt her war es wirklich gut. Der Zeichenstil gefällt mir auch. Ja, ich finde die Cover immer schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich wirklich schön. Oh ja, muss ich mir nochmal kaufen. Nee. So, dann geht's auch schon weiter. Mit einem Band, den ich schon länger gelesen habe. Also schon ein bisschen länger her. Nämlich der 3. Band von Full Moon.
bin ich mittlerweile auch ein Fan von der Reihe. Es ist jetzt zwar nicht meine Lieblingsreihe von Arina Tanimura, aber es ist eine sehr schöne Reihe. Ich finde die Cover auch immer ganz toll und jetzt wird es in der Story wirklich richtig interessant und auch zwischendurch wirklich traurig, muss ich wirklich sagen. Also zwischendurch muss man schon das ein oder andere Tränchen verdrücken. Aber finde ich wirklich, wirklich schön. Also es ist wirklich eine Story, die irgendwo auch ein bisschen realitätsnah, also wie realitätsnah kann ein Mädchen sein mit zwei Todesengeln. Aber ja, so vom Schicksal her und das alles, also fangt die Reihe an. Und ich meine, die kosten ja glaube ich nur 5 Euro im Handel. Also das ist noch einer der wenigen Mangas, die nur 5 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob ich mir Kamikaze Kaito schon auch noch zulegen soll. Ich weiß nicht, auf jeden Fall finde ich es gut. Dann habe ich mir überraschenderweise, das ist wirklich, hat mich doch sehr überrascht, dass ich diese Reihe wirklich zu Ende gelesen habe. Und zwar, ich wünschte, ich könnte fliegen, Band 3 habe ich mir gekauft. Die Cover finde ich sehr schön und eigentlich, ich habe ja auch sehr viele Einzelbände von Kozue Shiba, aber ich bin ja mehr der Kajuru-Fan. Und aber bei der Reihe, die musste ich einfach zu Ende lesen. Es ging nicht anders. Klar, das Ende war dann ein bisschen plump und man hätte es nicht denken können. Aber ich habe dann doch gedacht, nein, das musst du jetzt wirklich zu Ende lesen. Und ich habe es nicht bereut. Ich finde auch die Farbverläufe immer sehr schön hier auf dem Buchrücken. Und mir fällt gerade auf, ich brauche unbedingt Manga-Bags. Ich habe über 300 Mangas mittlerweile und ich habe keine Manga-Bags. So ein Opfer. Fand ich wirklich schön. Für 3 Bände ist es eine Story, die ganz okay ist, sag ich mal. Also es ist jetzt nichts Außerordentliches. Guck mal, irgendwie ist ein bisschen unglücklich. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Es ist wirklich eine Story, wo man sich denken kann, wie es ausgeht. Aber es ist halt einfach zum Träumen. So für Mädchen, so vor sich hin träumen. Apropos träumen. Auch schon gelesen und den hatte ich ja gleich gekauft, wo er im Laden war. My Magic Fridays Band 2. Finde ich schön übrigens, dass die Cover jetzt nicht nur weiß hinten drin sind, weil das hat mir nicht so ganz gefallen. Da kann ich das Teil eigentlich mal raus, da habe ich ja 5000 Stück davon. Ist sehr schön dick, muss ich sagen. Der neue Zeichenstil von Arina Tanimura gefällt mir auch sehr gut. Gerade wie die, man sieht einfach die Veränderung von Full Moon bis hierhin, sieht man es einfach ganz deutlich. Aber so langsam hat die echt eine Klatsche. Die fängt jetzt aber nicht wirklich was mit ihrem Cousin an, oder? Das darf ja nicht wahr sein. Aber ich will nicht spoilern. Also sie jetzt nicht, dass sie denkt, der Spoiler wäre, sie fängt was mit ihm an. So ist es nicht. Aber manchmal denke ich so, ja, lest einfach selbst. Wunderschöne Farbseiten sind drin, muss man einfach sagen. Arina Tanimura hat einfach einen Zeichenstil zum Niederknien. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wer den nicht schön findet, hat ein bisschen eine Katze. Gut, außer man ist jetzt wirklich nicht der Romance-Fan, aber naja. Auf jeden Fall, so von der Geschichte her, gefällt er mir wirklich auch ganz gut. Und was mir aufgefallen ist, Arina Tanimura zeichnet ihre Charaktere einfach wahnsinnig gern in Kimonos. Das sehe ich auch schon in Prinzessin Sakura, das merkst du einfach, das macht ihr Spaß. Aber, liebe Arina Tanimura, erstens mal tut mir leid, wenn ich deinen Namen so komisch ausspreche. Und zweitens, so viel Werbung muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Vor allem für Sachen, die ich alle schon habe. Prinzessin Sakura. Okay, die Fudan Yuku Story habe ich noch nicht. Die möchte ich auch unbedingt haben. Shinji to My Cross, Marmalade Boy, The End of the World, Crash, Sugar Soldier, Stardust Ring, Rocking Heaven, Scary Lessons. Weißt du, in einem Shoujo-Manga Scary Lessons. Ghost Love Story, The Genki Daisy, Kreidetage, Blau wie Himmel, Meer und Liebe, Dich zu lieben, einfach magisch, geheimnisvolle Liebe, Ich wünsche, ich könnte fliegen, Faster than a Kiss, Flower and Devil, Kamisama Kiss, Saishun Survival und Tiara. Muss jetzt einfach sein, Leute, damit ihr mit mir leidet. Also mittlerweile nimmt die Werbung in Mangas wirklich ein Ausmaß an, wo ich sagen muss, gut, das kostet jetzt auch nur 6,50, aber trotzdem bei Mangas, die so 7 Euro kosten, finde ich das schon sehr happig. Hätten locker noch ein bisschen Story reinpacken können.
Aber naja. Auf jeden Fall mag ich ihn. Ich mag ihn wirklich sehr. So, dann. Ja. X-Men Band 13. Abgöttisch dünn. Ich liebe ja Emma Toyama so sehr, aber es fängt jetzt wirklich an, sich wie Kaugummi zu ziehen. Ich war so ein Fan von X-Me und mittlerweile denke ich so, das hätte schon seit 2 Bänden abgeschlossen sein können. Also, meine Grenze bei diesem Manga ist langsam erreicht. Oh, meine Füße sind eingeschlafen. Oh. Meine Grenzen sind wirklich langsam erreicht, so schön die Cover auch sind. Aber ich muss wirklich sagen, es zieht sich und für 6,50, ja okay. Aber der Manga ist wirklich sehr dünn, man hat nicht sehr viel von dieser Story. Und wenn wir Pech haben, zieht sich das bis Band 20. Also, nee. Jetzt kommen wir zu einem Manga, wo es sich genauso entwickelt, wie ich das möchte. Close to Heaven, Band 4. Was soll ich dazu sagen? Ich finde den Zeichenstil so toll. Und ich finde sie so toll. Sie heißt nochmal Ninon. Und er ist Kira. Und ja gut, es geht jetzt wirklich ins typisch Romance, muss man wirklich sagen. Also, ja. Ist halt wirklich typisch Romance, aber sowas von, ich habe noch nie so eine herzergreifende Liebesstory gesehen. Echt nicht. Also zwischendrin wollte ich weinen. Ich hätte am Ende fast geheult. So schön war das. Auch wieder so viel Werbung. Toll. Aber ich freue mich so auf den 5. Band. Leute, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. So toll und ich denke, er verreckt am Ende. Ich denke, er verreckt am Ende. Aber, boah, einfach toll. Finde ich wirklich, boah, ich bin ein Riesenfan der Reihe. Wirklich, Riesenfan. Auch wenn es jetzt wirklich ins typisch Romance geht, lest es, wirklich lest es. Euer kaltes Herz wird warm sein. Sowas von. Dann ein Überraschungshit, finde ich jetzt zumindest. Ich hatte das nur zufällig mitbekommen, dass da der 2. Band rausgekommen ist. Nämlich der 2. Band von Obaka-chan. Auch wieder sehr schön dick, muss ich sagen. Man hat wirklich sehr lange was davon. Die Werbung ist hier zu ertragen. Und, boah, ich habe noch nie so ein Arschgesicht in einem Manga gesehen. Also so ein dummes Arschgesicht, wirklich. Entschuldigt die Ausdrücke, aber da ist wirklich so eine Kackbratze drin. Den hätte ich links und rechts auf Backenaufschlage kenne. Das ist, boah, so ein Schafsäckel ist das. Boah, nee. Aber so an sich finde ich den Manga super. Also ich finde sie auch ganz tough. Sie wird nämlich wirklich verletzt. Also das ist echt nicht schön. Aber ich find's klasse. Ich find's echt einfach klasse. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Dann einen schaffe ich noch, bevor die Kamera abkackt. Beauty and the Devil. Ein Einzelband. Gerechtfertigt 16 plus. Ne? Manchmal habe ich mich gefragt, was lege ich da jetzt eigentlich? Porno oder was anderes? Aber ich finde den Zeichenstil echt klasse. Und da kommt noch ein anderer raus. Ich weiß aber nicht, wie der heißt, aber da ist der Zeichenstil ganz, ganz ähnlich, aber ich glaube, es ist nicht die gleiche Zeichnerin. Hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Ja, fand ich eigentlich wirklich gut. Also, hat mich überrascht. So, okay, es sind nur noch 2 Mangas, die ich gelesen habe. Nämlich auch, ich bin ein absoluter Fan der Reihe geworden, wirklich. Ich bin so froh, dass ich auf andere Manga-Tuber mittlerweile höre, was Empfehlungen betrifft. Blue Spring Ride, der 2. Teil. Wahnsinn. Also die Zeichnungen auch und hier die Farbseiten. Wahnsinn. Ich will gar nichts dazu sagen von der Story her. Manchmal könnte ich einfach nur reinschlagen. Aber finde ich wirklich schön. Ist eine schöne Story, wirklich. Muss ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Auch wenn alle anderen Manga-Tuber schon viel weiter sind als ich. Nee, egal.
kommen wir zu einem weiteren Einzelband von Kotsue Shiba, nämlich Verlangen nach Liebe. Einer der wenigen Einzelbände, der anstatt 4, 5 Love Stories hat. Ja, eins muss ich sagen, Kotsue Shiba ist einfach bei den Stories her ein bisschen einfallsreicher, ein bisschen ausgeklügelter, ein bisschen gewitzter als Kajuru. Aber ich lese beide gern. Ich lese wirklich beide gern. Und ja, also für Romance-Fans ist eigentlich so ein Einzelband ein Muss, muss ich echt sagen. Kommen wir zu den Sachen, die ich nicht gelesen habe, und da müssen wir jetzt echt Gas geben, obwohl es echt nicht viel ist. Da wäre auf jeden Fall mal My Little Monster Band 3. Ey, ich will die zwei, ich will, dass die zwei zusammenkommen. Ich will, dass die zwei zusammenkommen. Aber naja, okay. Ich muss mir unbedingt den Anime dazu noch angucken. Ich bin ja eher der Manga-Leser, nicht so der Manga-Gucker. Genau, der Manga-Gucker, ne? Der Anime-Gucker. Ich sollte da jetzt nicht reinblättern. Ich finde die Cover cool. Einfach cool. Weiß und dann, also ich finde ihn ja zum Niederknien knuffig, also ja. Aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich krieg den, glaube ich, gar nicht mehr ins Regal rein, aber ja. Dann ein erschreckend dünner Band. Oh, da bin ich aber echt erschrocken, wo ich den gekauft habe. Sankarea Band 3. Ich mag ja Zombie-Mangas, mag ich sehr gern, und so die Kombination von Comedy auch noch, gefällt mir auch sehr gut. Aber der ist wirklich erschreckend dünn. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich hoffe, das wird der Story keinen Ast abbrechen. Und da freue ich mich wirklich schon besonders drauf, weil ich finde das Mädchen einfach toll. Ich mag die. Mein Romance-Herz, ey. Irgendwann platzt es einfach. Namida Usagis Tränenhase Band 5. Ich bin so gespannt. Der vierte war ja schon ein mieser Cliffhanger. Ist in 10, nee, 10, doch 10 Bände abgeschlossen. Die Hälfte haben wir jetzt erreicht. Irgendwas wird noch passieren. Irgendwas wird noch passieren. Ich finde die Cover wirklich auch immer sehr, sehr schön, obwohl ich meistens bei den Mädchen nicht erraten kann, wer es ist. Aber ja, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo man einfach denkt, hey, endlich. Freue ich mich auch schon aufs Lesen. Lese ich einfach gern. Wo ich mittlerweile ein bisschen Probleme mit habe, ist mit Together Young. Habe ich den fünften Band geholt. Ich finde ihn mittlerweile ein bisschen kotzbrockig, habe ich schon im letzten Band gesagt. Aber okay, das Cover ist wieder matt. Verrat mir mal einer, was das soll. Aber ja. Ich werde trotzdem treu weiterlesen. Also, weil ich habe immer die Hoffnung, dass sich der Manga noch bessert. Deshalb mache ich das so. Ich finde die Farbgestaltung aber auch immer echt schön, muss ich sagen. Und immer der Apfel. Aber er ist wirklich ein bisschen großkratzig, muss ich wirklich sagen. Dann ein Kauf, der mich stolz macht. Hieß mal Vampire Band 3. Nur leider sind die alle Mangas da ein bisschen dünn. Und ich habe extra geguckt. Der zweite Band war ja bei mir glänzend. Der erste matt, der zweite glänzend. Dann bin ich in die Buchhandlung. Alle waren matt, bis auf Band 2. Weil ich hatte eigentlich gedacht, okay, zweite Auflage ist vielleicht nicht matt, was aber auch Quatsch wäre. Aber in der Buchhandlung war er auch glänzend. Und jetzt bitte erklär mir mal einer, warum. Warum? Ich würde ja gerne Kiss of Rose Princess weiterführen. Jetzt gucken wir mal gerade die Oh, boah. Das ist ja eine Farbseite zum Niederknien. Boah, geil. Einfach geil. Ich liebe diesen Zeichenstil. Deshalb möchte ich auch unbedingt Kiss of Rose Princess weiterführen. Aber es gibt einfach zu viele Reihen, die ich weiterführen muss. Deshalb schiebe ich das ein bisschen hinten dran. Aber den habe ich reinquetschen müssen, weil da wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich finde die Cover einfach so schön. So schön. Ja, dann kennt ihr ja die letzten paar. Kennt ihr jetzt aus meinem letzten Unpacking? An deiner Seite 5. Endlich weiß ich, wie es dann ausgeht, wenn ich es dann gelesen habe. Und ja, Emma Toyama, bitte enttäusch mich nicht. Das Cover sieht ganz toll aus, hat ein bisschen was mitgemacht, aber ist okay. Also sieht noch ganz okay aus. Ja, freue mich schon wirklich aufs Lesen. Dann hat ja so ziemlich jeder die Reihe abgeschlossen, nur ich nicht. Nee. Dann habe ich ja, wie schon in meinem letzten Unpacking auch schon gezeigt, Peter 10 1, 2, 5 und 8. Ich kann euch wirklich gar nichts dazu sagen. Band 5 hat halt echt gelitten.
Der hat einen Knick über das ganze Cover. Ich bin sehr gespannt auf die Reihe. Sieht wirklich interessant aus. Ist auch schon eine sehr alte Reihe, muss ich dazu sagen. Aber ja, muss ja nichts heißen, oder? Also auch alte Reihen sind toll. Ich könnte jetzt sagen, auf alten Schiffen lernt man segeln, aber das hat eine völlig andere Bedeutung. Dann zu einem meiner absoluten Favoriten. Tokyo Ghoul Band 2. Der musste sowas von sein. Boah, und das Cover haut mich schon wieder aus den Socken. Also Wahnsinn. Noch nie hat mich ein Newcomer so aus den Socken gehauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wer sich bis jetzt noch nicht den Anime angeschaut hat oder den Manga gekauft hat, der sollte spätestens jetzt seinen Arsch hochkriegen. Das ist ein absoluter, bis jetzt noch Geheimtipp, aber wird sowas von gehypt werden. Das weiß ich jetzt schon. In Japan ist der immer in den Charts unter den Top 10, Manga und Anime. Also da kann Attack on Titan echt einpacken. Also gut, ich bin kein Attack on Titan Fan, muss ich gleich dazu sagen. Aber das hat wirklich Star-Potenzial. Finde ich jetzt. Muss ich echt sagen. Gut, Meinungen gehen immer auseinander, aber ja. Da mache ich hier mal das Gedöns hier raus. Habe ich ja 5000 von. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Zu jung für die Liebe. Band 2. Das Cover ist echt schön, aber er ist ein totales Sackgesicht. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Manga, den ich mir bis zum Schluss aufheben werde zum Lesen, weil die Sahneschnittchen kommen immer zum Schluss. Ich liebe ja den Zeichenstil von Kananinami, wenn ich allein schon an 3 Zocken ins Liebe zurückdenke. Oh, ich könnte jetzt schon wieder heulen. Ich habe schon die japanischen Cover gesehen auf I Love Jojo auf Facebook. Und deshalb weiß ich, wie die restlichen Cover aussehen. Finde ich wirklich toll. Ich finde auch immer die Farbgestaltung sehr, sehr super. Leider keine Farbseite. Leider. Aber naja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann als allerletztes. Wir sind schon am Ende, Leute. Ich habe es diesmal geschafft. Ich habe mir ein 30-Minuten-Limit gesetzt. Auch wieder tolles Cover. Das ist ein tolles Cover und sehr dick. 6,50 hat das gute Stück gekostet und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Die Rede ist von Romantica Clock, Band 2. Die Romance fehlt mir da noch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nicht, dass die Geschwister miteinander was anfangen. Aber wenn man den schon gelesen hat, nicht spoilern, aber die Meinung dazu abgeben. Ja. Das war's so von meinem Manga im Juli und August. Ich muss sagen, der Stapel von den Gelesenen ist größer als der von den Nicht-Gelesenen. Ist ja schon mal was, ne? Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das gewöhne ich mir jetzt an, dass ich mich bei euch bedanke. Ich meine, wir sind mittlerweile schon fast 400 Pandas. Ich nenne euch jetzt Pandas. Ich fand das toll. Ihr könnt gerne euren Senf dazu abgeben. Ich lese eure Kommentare wirklich gerne. Ich hink zwar oft hinterher mit den Kommentaren beantworten, aber ich gebe mir wirklich größte Mühe. Und ja, ich gehe jetzt duschen, dann ziehe ich mir die 2 Hobbit-Filme rein und das war's dann für heute, weil ich freue mich auf mein Bett. Ich habe 2 Wochen auf dem Sofa geschlafen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, alles schon auf Scheiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin würde ich einfach sagen, sayonara!